Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbanner und auch gleichzeitig einen kleinen Test für die neue Pistole. Auserwählte des Reisenden, war glaube ich richtig der Name. Und ja, wenn man damit Kills macht, kann man ja dann Lichtsammlung stapeln. Wenn man nachlädt, kriegt man Klassenenergie oder halt auch andere Sachen. Da gehen wir aber noch zum Ende hin ein, drauf ein. Und jetzt wird erstmal PvP gespielt und zwar mit der Waffe. Mal gucken, wie es so vonstatten geht mit der Waffe und wie es sich so anfühlt. Eigentlich ist für Fernstrand die Waffe nicht geeignet, weil es eigentlich eine Fernkampf-Arena oder Map. Naja, wir werden es gleich raus. Wir werden sehen, ob es gut ist oder nicht. Aber beim Eisenbanner sei natürlich gesagt, nicht vergessen, immer schön die Zone einnehmen, sonst habt ihr verloren. So einfach ist das. Und vielleicht eventuell könnt ihr euer Power-Level runterziehen, damit ihr die Beutezüge schneller erledigen könnt. So, jetzt komm. Starte. Ja, das kommt davon. Ich habe eine SSD eingebaut. Viele Leute haben halt die normale PS4. Das ist halt auch nervig, finde ich mittlerweile, dass man halt, sagen wir so, verschiedene Variationen hat von PS4s. Ja, PS4 Pro, PS4 Slim, PS4 Normal mit HDD, ohne SSD, was ich was da, keine Ahnung. Das behindert so ein bisschen das Play. Der Gegner beansprucht Zone A. Okay, one shot, one kill, over. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Du hast die Führung verloren. Okay, das war's. Okay, ja, hab schon gemerkt, hinter mir ist einer. Ja, das gegnerische Team macht uns gerade, frühstückt uns hier komplett weg, aber ist mir auch egal gerade. Ich will erstmal nur die Pistole testen. Ist mir Wumpe. Zone B erobert. Zwei Zonen gehören euch. Zone C verloren. Also, die macht gut Damage, kann ich nicht anders sagen. Ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Zone A erobert. Hä, wie soll ich den Dings hier aufgenommen? What is das wieder? Boah, das ist der, ey. Das wird dein Feuer zum Lodern bringen. Jo, voll reingewärmt und nichts passiert. Das geht ja gar nicht. So, ja, ist einfach ein reiner Pistolentest hier. Egal, ob ich jetzt verliere oder nicht. Wir werden hier das Ding durchziehen und dann ist gut. Das ist übrigens First Try mit der Pistole hier. Auch das PvP-Match ist First Try. Deswegen mal schauen. Zone B erobert. Alles ist euer. Genießt diesen Moment. Okay, das war mich mega fehl, wie ich rumgeschossen habe, aber naja, passiert. Du liegst in Führung. Na, komm schon, ich stand noch in meinem Riff drinne. Komm, ey. Und er da. Ist das ein geiler Bug? Oder so? Doch nicht. Eieieiei. Meine Damen und Herren, das ist die Pistole. Gegner hat so. Aber wie gesagt, das ist alles das erste Mal hier. Und zum Ende werden wir noch mal ein bisschen kurz die Waffe anschauen. Du hast Zone A erobert. Und wie gesagt, ich habe schon lange kein PvP mehr gespielt hier in Destiny 2. Jetzt kommt noch dazu. Den Zonenvorteil. Oh. Oh. Oh, wo habe ich den denn geklotzt? Zone A verloren. Nein, ich hab's voll verkackt, Mann. Ah. Ja, egal, zu aufgeregt. Ja, ich bin, wie gesagt, ein Casual-Player, nicht vergessen, ja. Ich bin kein Pro-Gamer oder irgendwas. Ich spiele nicht mit Maus und Tastatur, ich cheate nicht. Es ist einfach nur alles PS4-Controller normal. Dürft ihr nicht vergessen, einige Leute, die hier spielen, das sind einfach nur Trottel, die halt mit anderen Controllern spielen und so. Das geht mir voll auf den Keks. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich spiele mit normal-equipped. Und nichts geschummelt. Nichts geschummelt. So, aber ja, trotzdem ist es hier wichtig, die Zone einzunehmen. Trotz allem. Okay, hier sind ein paar mehr Leute als nur einer. Boah, komm schon.
die Wahrheit vernichtet wieder das ganze Spiel. Danke. So, haben meine Teammates langsam mal irgendwie langsam mal ein bisschen. Ja, ey, komm schon. Ich hasse es, PvP. Ich hasse es. Ich möchte es am liebsten nicht spielen müssen. Ja, muss ich auch nicht. Ja, wie gesagt, PvP ist für mich echt Kryptonit, ey. Das ist mittlerweile so anstrengend geworden. Das macht überhaupt keinen Bock mehr. Wenn man was erreichen will, muss man spielen. Ja, auch für Tests, für Waffen und so. Kein Ding, aber insgesamt ist das Spiel halt, also PvP halt komplett lost hier in Destiny, finde ich. Macht Druck. Es gibt halt viel, viel bessere PvP-Spiele als das. Zone A verloren. Was? Oh, nee, 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 lass das mal. Gut gekontert. Jetzt triff sie nochmal. Noch 5 Minuten. Und so wächst ihr Vorsprung. Zone C verloren. Die Jagd beginnt. Ja, ey. Er hampelt da rum. Hehehe, Sniper. Huhuhu, haha. Ja, es war's auch. Wir haben heute verloren jetzt. Da können wir nicht mehr einholen. Das ist aber so. Aber wie gesagt, ist mir jetzt auch gerade egal. Hauptsache, der Test war einigermaßen okay hier von der Waffe. Ja, wollte ich eh nicht zeigen. Ich werde jetzt eh hier 1000 Millionen Spiele haben, wie ich verlieren werde. Meistens so von 10 Spielen gewinne ich 1. Der Rest wird einfach hart verloren. Das sieht am meisten dann auch mit am Team bevor. Und nicht irgendwo anders dran großartig. Weil eigentlich so scheiße spiele ich nicht. Also nicht gut, aber auch nicht scheiße. So. Ja, könnt ihr euch freuen, dass ihr mich gekillt habt. Könnt ihr euch freuen. Der ja. Gegner beansprucht Zone A. Geil. Geil. Na, wo sind sie? Oh, von hinten auch noch. Zone B jo. Erobert. Du hast den Zonenvorteil. Ja, ich. Wenn es Leuchten schon sieht, bist du schon kaputt. Kannst nichts machen. Guckst nur doof und dann war's das. Jetzt nehmen die wieder alles ein, ey. Ich kann göbeln. Göbeln! Zone C verloren. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Wo sind denn jetzt alle hin? Ja, gleich ist wieder Verriegelung. Oh, geil. Das Heulen des Wolfs ist vielleicht das Letzte. Das war auch sehr schlau, was ich gemacht habe. Ich habe trotzdem noch irgendwie Assist. Okay. Ja, komm, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Ich habe jetzt auch gerade keine Konzentration mehr hier zu spielen, um echt zu sein. Und, ich habe den ganzen Morgen rumgehatet nur und das war es jetzt auch bei anderen Spielen, aber... Oh, ist gleich vorbei. Okay, warte. Einen Punkt brauchen wir noch, war es das? Das Heulen ist verstummt. Kehre in den Kampf zurück. Noch 3 Minuten. Ich bin nicht der letzte Kill, ihr könnt mich mal. Oder vielleicht doch. Zone B erobert. Letzte aufbäumen. Hart gekämpft. Aber einen Sieg konntest du nicht erzielen. Einen haben wir mitgenommen. So, das war jetzt der Waffentest. Wir gucken uns die gleich nochmal kurz an. Ich hatte nämlich gestern beim PvE-Video, wo ich das abgeholt habe, hier alles falsch gemacht und nicht richtig gezeigt. Das war ein bisschen fehl. Aber wie gesagt, mit meiner Leistung bin ich jetzt hier zufrieden. Wie gesagt, First Try mit der Waffe im PvP. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben jetzt zwar verloren, aber Pustekuchen, wie gesagt, ist mir vollkommen wurscht. Ich werde eh 1000 Millionen mal verlieren hier im Eisenbanner. Wie gesagt, nehmt die Beuzüge mit, macht die Beuzüge fertig, nicht vergessen, immer schon mitnehmen hier. Ist auch Tapferkeitsruhmrang, Tapferkeitspunkte sind erhöht. So, ich kann mich langsam auch zuschmeißen mit Materialien hier. So, jetzt gucken wir uns mal kurz die Waffe an. Und zwar ist hier Auserwählte des Reisenden hier einmal, ja, kann man noch kurz mal alles angucken hier, Reflexvisier, PV, dann hier panzerbrechende Geschosse, dann haben wir hier Geschenk des Reisenden, jeder Lichtsammlungsstapel verbessert das Nachladetempo, die Handhabung und die Zielerfassung der Waffe, dann haben wir hier Halbschaft, einmal diese Waffe hat, ist besonders leicht zu halten, erhöht Handhabungstempo, aber hier, das ist das Wichtige hier einmal, intrinische Eigenschaften, Lichtsammlung, Todesstöße mit dieser Waffe gewähren Lichtsammlung, Stapel, also Lichtsammlung bekommt ihr dann, die stapelt sich bis maximal 10 hoch. Wenn ihr dann lange mit dem 4 gedrückt, also bei PS4, ladet ihr halt diese Stapelung in euer, ja, in euch rein sozusagen, weil nämlich, um die Stapel zu verwenden, die entsprechend ihre Anzahl Nahkampf, Granaten und Klassenfähigkeiten Energie gewähren. Also, wenn ihr dann halt sozusagen euren Stapel auf Max habt und ihr ladet danach, bekommt ihr halt Nahkampf, Granaten oder Klassenfähigkeiten Energie dann
für euch. Das ist halt die super Sache bei dem Wäffchen hier. Ihr könnt halt eure Fähigkeiten damit aufladen. Das ist nämlich das Ding. So, und sonst gibt es leider keinen Cut. Ja, das soll es gewesen sein. Mehr zeige ich jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, war okay, würde ich sagen, oder? Ja, doch. Ich meine, fürs erste Mal wieder nach langer Zeit PvP spielen. Mit einem Equipment, was halt normal ist und nichts Extravagantes. Und dann mit der Pistole, würde ich sagen, ist es okay. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Sorry, wenn das nicht so läuft, wie es lief hier. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn es nicht so ganz gut gelaufen ist, aber egal. Danke für euren Support. Reingehauen, bis zum nächsten Mal bei diesem schönen Spiel. Tschüss.